Ja, das sind die Tische und Hocker von Blumberg. Die Formen entstehen dadurch, dass man mit einem Zirkel einen Kreis zeichnet, wieder Kreise zeichnet und das, bis wir einen Raster aufgebaut haben. Und so entstehen Formen, die sich aneinander fügen lassen. Die Formen der Tische kann ich auch kurz demonstrieren, wie sie sich zusammenpassen lassen. Also ich kann entweder so oder so zusammenstellen. Die Beine sind eben ein Edelstahlrohr. Beim Hocker eines, weil es ausreicht für die Stabilität. Und beim Tisch haben wir eben zwei Rohre, die unten verschweißt sind und oben mit der Halterung im Tisch verankert sind. Die Oberfläche ist, um aus dem Material eine gewisse Tiefe herauszuholen, ein zweifacher Verarbeitungsprozess. Also einmal gebeizt, lackiert in einem hellen Farbton und dann danach eben mit einem dunklen Farbton gebeizt und wieder lackiert.